Freiburg im Breisgau. Eine malerische Stadt voller Leben. Mit hellwachen Einwohnern, die nicht so leicht hinters Licht zu führen sind. Wirklich nicht? Wir machen die Probe aufs Exempel. Dazu legen wir eigens einen neuen Fußgängerübergang an. An einem neuralgischen Punkt, wo man immer auf den fließenden Verkehr achten muss. Nur, dass wir den Verkehr auch vortäuschen, wenn gar keiner fließt. Akustisch jedenfalls, mit Hilfe dieser Lautsprecherbox. Bevor die neuartige Anlage in Betrieb geht, wird sie natürlich getestet. Reifen quietschen. Check. Hupe. Check. Jetzt noch die Straßenbahn. Check. Fehlen noch die Testpersonen. Dieser Kandidat hat ein gutes Ohr, lässt aber die räumliche Orientierung vermissen. Hier ist die Wahrnehmung selektiv. Reifen nein? Hupe ja, aber wo? Vielleicht ein Flugauto? Die Verkehrserziehung in den Schulen scheint jedenfalls gut angeschlagen zu haben. Hochsensibel wie immer Hundeohren. Und gemeinsamer Schrecken ist doppelter Schrecken. Da geht er, wie bestellt und nicht abgeholt, unser Konrad Thur. Vielen älteren Menschen geht es ähnlich. Sie fühlen sich vom modernen Leben überfordert, isoliert, an den Rand gedrängt. Auch Konrad Thur hat so manche Last zu tragen. Der Eindruck täuscht. Vielleicht hätte er ja einen Stadtplan mitnehmen sollen, in die fremde Stadt. Aber ansonsten weiß unser Senior ganz genau, wen er mit seinem Besuch beehren will. Und das sind ganz gewiss nicht seine Enkel. Die Einheimischen können sofort weiterhelfen. Ihnen ist die Adresse wohl bekannt. Der Heinrichstraße. Bitte? Der Heinrich Herzstraße. Ja, da soll ich hingehen. Ja, halt es auf. Eine falsche Adresse hier. Ein Gutschein von 15 Euro. Was? City 6. Ja, das ist ja lustig. Nee. Nicht? Doch. Falsche Adresse? Nee, das gibt's schon. Was wollen Sie denn da? Oh, das ist doch ziemlich weit. Da würde ich mir an Ihrer Stelle ein Taxi nehmen. Taxi? Ja. Ah, danke. In Offenburg ist wirklich einer hilfsbereiter als der andere. Da packt jeder sofort mit an. Können Sie mir über die Straße rüberhelfen? Bitte? Ich ziehe den Koffer nicht mehr weiter. Kommt denn nicht mehr. Oh Gott. Ja, was ist denn da drin? Ist das ein Witz hier? Was denn? Ist der angeklebt? Oh, das geht nicht. Ich krieg ja nicht Luft. Seh das. Ist denn so schwer? Was? Das ist ein Zauberkünstler. Am besten fragt man doch einen Mann, würde ich sagen. Nee. Ja, Sie fragen einen Mann, das bringen wir nicht Luft. Nee. Danke. Der ist wirklich. Ja, ich hab auch was für ein Das ist ein Trick. Das ist ein Trick, was Sie da machen. Können Sie mir mal helfen über die Straße rüber? Wie? Helfen Sie noch mal. Den Koffer drüber tragen? Ja, in den Koffer. Ja, das Koffer. Ist das Schloss, das ist Bübelsteiner. Ja, was denn? Bübelsteiner ist hier drin. Bitte? Bübelsteiner ist hier drin. Nur der Koffer hier darüber bringen. Ne? Ja, ist gerade die Ecke rum da. Und, oh, was denn? Ja, was haben Sie da drin? Bitte? Noch mal eine Frage. Komisch, die andere Richtung geht auch nicht. Ist das so schwer nicht, der Koffer? Ja.
Das klebt jetzt irgendwie. Lass ihn mal sehen. Lass ihn mal sehen. Wie so. So. Ah. Nur da rüber. Ich will sie oder was? Ach, mach die machen nicht mit. Ja? Nee, das geht nicht. Das soll Ihnen. Ja. Was haben Sie da drin? Bitte. Um Gottes Willen, was haben Sie da drin? Das geht nicht. Was ist los? Was denn? Heben Sie noch mal hoch. Was denn? Den Koffer, heben Sie noch mal hoch. Heben Sie ihn noch mal hoch. Ja, hoch. Ja, stopp. HR2. Gesellschaft im Gespräch mit Geert Müller-Gerbes. Herzlich willkommen. Mein Gast heute, Frank Schirmacher, eine ungewöhnlich illustre Persönlichkeit, Herausgeber, einer der Herausgeber der FAZ. Sie haben ein Buch geschrieben, das hat also einen ungeheuren Wirbel verursacht. Das Methusalem-Komplott. Wieso schreiben Sie mit 44 so ein Buch, was über das Alter geht? Haben Sie Angst? Und wenn also, ja, wovor? Ich habe schon Angst. Nicht über das Altern, das ist erstmal die zweite Frage, sondern über die Gesellschaft, in die ich hineinaltere. Die Gesellschaft insgesamt wird älter. China, können Sie es am Beispiel China mal sagen? Wir werden im Jahre 2020 in China, das ja durch die Ein-Kind-Politik besonders rapide altert, so viele über 65-Jährige haben wie heute auf der ganzen Welt. Das fast ist eine Milliarde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben also dann zum ersten Mal die Situation, dass es mehr ältere Menschen gibt als jüngere Menschen. Und das hat es noch nie gegeben. Udo Jürgens hat es mal vorgemacht in einem wunderbaren Lied. Ich glaube, das sollten wir jetzt als erstes mal hören. Mit 66 Jahren fängt das Leben erst richtig an. Und jetzt fängt das fingierte Radiointerview an, so richtig spannend zu werden. Geert Müller-Gerbes zeigt nämlich, dass er im Umgang mit Älteren ein wirklich gutes Händchen hat. Ihr werdet euch noch wundern. Sind Sie wahnsinnig? Sie können doch das Rotlicht hier nicht an. Wir sind doch hier nicht im amerikanischen, im White House. Ich habe Ihnen das schon 7-mal gesagt. Sind Sie verrückt geworden? Der Schirmacher macht da nicht so jeden Tag Radio. Meine Güte, das richte mich richtig auf. Und der hat das Rotlicht nicht ausgemacht, der Depp. Machst du selber, wenn es besser kannst. Es ist doch nicht zu fassen, wahrscheinlich eine Leihgabe von der BFA oder sowas. Sorry, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Meine Güte, nochmal, lass dich pensionieren. Es ist nicht zu fassen. Wenn der das Rotlicht nicht ausmacht, können wir uns nicht unterhalten. Dann geht das alles über einen Sender. Das ist natürlich eher blöd. Naja, hat er vergessen. Ja, hat er vergessen, diese Deppen. Ja, da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Nicht? Mit dem Alter, der ein oder andere. Und ich werde dann wirklich ärgerlich. Die Leute sollen dann ersetzt werden durch Jüngere oder was immer. Aber das ist ja genau das Problem. Das ist ja genau das Problem, mit dem wir dauernd zu tun haben. Die älteren Leute, manche können es ja nicht. Was tut man, damit man es besser kann? Jetzt aber das hat jetzt ja nichts mit dem Alter zu tun. Das kann ja jedem passieren. Ja, ja, trotzdem. Also, man muss die Leute auch mal zusammenscheißen dürfen, verdammt. Machen Sie das nicht? Nee, also ich war. Wie mal sie jetzt zusammenscheißen? Naja, dass man den richtig mal die Füße tritt. Das ist für Sie so ein Ventil. Na nee, aber für den auch. Der schläft da vor sich hin, gucken Sie den nur an, wie der da sitzt. Während der Techniker weiter sein Interesse am Thema dokumentiert, beschließt auch die Küchenhilfe beim Programm mitzumachen. Gesellschaft im Gespräch mit Geert Müller-Gerbes. Sie sind nach wie vor eingeschaltet bei HR2. Mein Gast heute, Frank Schirmacher. Und ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Das ist ja das, was heute dem Alter vorgehalten wird, worunter das Alter heute zum großen Teil leidet. So, hat eine Weile gedauert, aber jetzt... Bitte? Immer diese Leute, die den Kaffee reinbringen, das ist ja furchtbar, das stört wahnsinnig. Also, sie verlieren sie ihren Faden nicht. Das, was man den Leuten, also, heute, den älteren Menschen... Die, das gehört... Also, das stört wahnsinnig. Entschuldigung, liebe Hörer, Sie können das jetzt nicht sehen, weil wir unglücklicherweise kein Fernsehen machen, aber hier wird Kaffee reingebracht, das ist ja abenteuerlich. Also, Herr Schirmacher, bitte weiter. Folgendes ist doch etwas, was wir gelernt haben. Und das ist etwas, was man auch beweisen kann. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich habe diesen Husten. Ja. Das gibt mir nochmal die Gelegenheit zu sagen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können... Gegen trockenen Husten hilft am besten ein frischer, starker Kaffee. Telefonnummer 069 für Frankfurt
1,55 und dann 55, 55. Und wir machen Frank Schirmacher bewegt noch etwas. Ist das jetzt wieder der Sender gegangen, wie der da... Also ich hoffe sehr, dass das nicht... Sonst bitte ich um Entschuldigung. Tut mir leid. Das ist aber schon... Gerd Müller-Gerbes braucht jetzt auch was Starkes. Bei seinem Gesprächspartner versagt das Mittel gegen Husten. Der schmeckt furchtbar. War schon gut. Komm rein. Noch Milch drin, vielleicht. Ich rede ein bisschen komisch, weil ich dieses... wie ich dieses Bonbon habe. Ich hab... Hören Sie mich? Frank Schirmacher stellt erste Anzeichen von Altersdemenz fest. Er weiß nur nicht, bei wem. Sie hören mich nicht, wenn Sie... Nein, ich habe die Hörmütze auf. Ich sagte, ich rede ein bisschen komisch wegen dem Bonbon. Soll ich das vielleicht runterschlucken? Nein, wenn Sie Probleme haben mit dem Bonbon, machen Sie ihn unter die Zunge. Ein Insider-Tipp. Gesellschaft im Gespräch heute mit Frank Schirmacher. Wir haben Sie aufgerufen, sich zu fragen, mit Fragen zu melden bei uns. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder jemanden am Telefon. Und hallo, wer ist da bitte? Hallo. Hallo, Tag. Herr Schirmacher. Ja. Herr Schirmacher, wissen Sie, dass Sie den falschen Namen haben? Warum? Sie sind kein Schirmacher, Sie sind ein Irrmacher. Ach, wie passen Sie auf, meine Frau hat blödsinnigerweise ihr Buch gelesen. Ja. Und jetzt ist sie völlig durch den Wind. Die meint doch allen Ernstes, Sie hätten völlig recht, es käme nur auf die Sichtweise an. Ja. Und jetzt bildet sie sich ein, sie wäre noch jung. Ich bitte Sie, meine Elsbeth ist 74 und überlegt sich, bauchfreie T-Shirts zu kaufen. Mit meiner Enkelin redet sie über Piercing. Piercing! Aber sagen Sie, ist das Und von mir verlangt sie, ich soll den Motorradführerschein machen. So, Herr Schirmacher, und jetzt sind Sie dran. Gegen Piercing ist aber doch nichts einzuwenden. Wenn ich jetzt zweimal die Woche Viagra brauche, beim Sport machen, wer zahlt das dann? Sie? Also, man braucht's ja nicht beim Sport. Also der müssen wir alle dann die Viagra-Latte tragen, oder was? Wollen wir das einfach mal so stehen lassen, Herr Schirmacher? Herr Klose, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sind noch weitere... Danke Sie, Herr Klose. Sind noch weitere Gespräche? Hallo? Wer ist da bitte? Word up! Hey, hier Kaleschi, die schnelle Zunge am Telefon. Hallo, Schirmacher! Hallo? Guten Tag, hallo. Schirmacher! Und wie heißt die schnelle Zunge? Kaleschi, die schnelle Zunge. Kaleschi, der Vorname. Herr Schirmacher. Ja, guten Tag. Ey, alles klar, alles klar. Ey, pass auf, Klingt, pass auf. Ey, folgendes. Erstmal Respekt hier. Respekt, Seite 26, Absatz 3, Hammer, die Passage, der Burner, das Buch ist der absolut, brennt wie Feuer hier, Herr. Krass, hat mich krass berührt. Also los geht's, Schirmacher, bist noch da? Ja. Okay, pass auf. Also, wir kennen die Jugend, wir alle haben sie selbst überlebt, aber wir verachten, erlebt, belächeln, schneiden die Jugendlichen ganz konkret und versuchen nicht einmal, sie zu kopieren oder kapieren, was auch immer. Ey, Schirmacher, für mich bist du das krasseste Hirn. Ey, bist doch da, Schirmacher? Ja, klingt gut. Heftig. Ey, Kinder draußen, am Hörer, ey, bitte schnallt es. Es war immer die unwahrscheinlichste Lebenserfahrung. Einer der Minderjährigen, bla, oh, ich bin raus. Hier, Schirmacher, ich bin raus, ich bin total nervös. Aber klingt ja toll. Hier, das ist der Hammer. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Und Musik. Das ist ein solcher Leute, Ganz jung. Was hat denn der hier geschrieben? Seite 26. Nee, der hat das irgendwie, wir alle kennen die Jugend, das steht woanders. Nee, da steht's doch. Wir alle das meinte er. Wir kennen die Jugend, wir alle haben sie selbst überlebt, aber wir verachten, belächeln, schneiden die Jugendlichen und versuchen nicht einmal sie zu kapieren. Ja, das verstehe ich aber gar nicht. Frank Schirmacher kann sich gar nicht erinnern, das geschrieben zu haben. Das verstehe ich aber nur gar nicht. Seine Verwirrung ist verständlich. Er hat es auch gar nicht geschrieben. Die haben das... Es gibt mehrere Auflagen des Buches. Richtig. Das Zitat stammt aus unserer Spezialausgabe. Da muss ich nachher mal gleich anrufen. Das ist... Tja, unglaublich. Also... Hat er das jetzt? Die unwahrscheinliche Lebenserfahrung einer Minderjährigen. Ja, der hat doch das auch. Also Minderjährigen kann ich mich genau daran erinnern, das kam. Das ist fast anrüchig. Ja, schau mal.
Nee, ich hab's ja nicht geschrieben. Ja, vielleicht sind noch mehr so von den Stellen. Ja, das finde ich jetzt ja nicht gut. Das ist ja ganz absurd, was da steht. Jetzt hatte ich nämlich schon gemerkt, also wir alle haben sie selbst der Stand erlebt. Und das ist ja völlig nicht einmal, sie zu kapieren. Das ist ein... Sequestrierten die... Weil alle... Besser spät als nie. Der Autor beschließt, sein Buch jetzt doch einmal genau zu lesen. Gesellschaft im Gespräch. Heute unser Gast Frank Schirmerer. Wir hatten Sie, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, gebeten, uns anzurufen. Und ich frage, ob wir noch jemanden in der Leitung haben. Also, wir haben... Hallo, wer ist da bitte? Ja, Engel Rastatt. Hallo, wer ist da bitte? Engel Rastatt. Engel aus Rastatt. Und? Ja, Herr Schirmerer, das Buch ist vom erste bis zum letzten Wort ein gutes Buch. Oh, schön. Aber hätte es nicht einen etwas besseren Titel verdient? Weil Methusalem-Kompott, das hört sich so an wie Leipziger Allerlei. Und das finde ich schade. Aber es heißt gar nicht Kompott. Das heißt ja das Methusalem-Komplott. Das überliest man manchmal leicht. Nee, bei mir steht Kompott. Nee, gucken Sie doch mal drauf auf den Umschlag. Ich habe auch ein... Guck doch mal nach. Bei mir steht's auch. Ja, was ist jetzt passiert? Ja. Hier steht das Methusalem-Kompott und hier steht Frank Geschirrmacher. Platt. Also vielleicht, Herr Schirmacher, könnte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Kennen Sie den Herrn Müller-Gerbes? Ja, klar. Wissen Sie, was der früher gemacht hat? Ja, der war... es tut mir jetzt leid, ich bin jetzt etwa... der war Redenschreiber bei... Herrn Heinemann. Bei Gustav Heinemann, ja. Richtig. Und dann hat er richtig Karriere gemacht. Und wissen Sie, was der Höhepunkt seiner Karriere ist? Nee. Er ist Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß und ich bin der Frank Elstner und möchte Sie herzlich einladen. Sie sind ein Krimineller. Italienischen Minestrone, wo Lottibohnen drin sind, es sind auch Teigwaren drin und eben nur Gemüse. So ist das gemischt mit Hüttern. Vico Toriani einmal nicht als Showmaster. In diesem Verstehen Sie Spaß Klassiker bewirtet der gelernte Koch eine Runde von Geschäftsleuten und schmort dabei in der Hölle. Die Gäste haben nämlich ihre eigenen Vorstellungen vom Würzen der Speisen. Die Geschmäcker sind halt verschieden. Und manche haben gar keinen. Erster Gang, eine Minestrone, die klassische italienische Gemüsesuppe. Hier verfeinert mit einem winzigen Schuss Maggi. Wenn Sie so wenig Maggi auch wirklich reintun, dann schmecken Sie schon besser. Ja, danke. Ich war ja überrascht. Ich würde gerne ein bisschen braun. Da steht mir nicht so viel Maggi rein. Das ist da so schade. Da sind Sie ja wieder beim Nestle-Konzern. Der zweite Gang Risotto. Auch der Gastgeber beginnt zu köcheln. Butter in die Pfanne. Gibt fein gehackte Zwiebelchen rein und ein halber Rindermark. Fein geschnitten, darf aber nicht anbrennen, dass es sich nicht färbt, der Rindermark. Und dann sofort den Reis hinein, den Reis schön glasieren, ablöschen mit Champagner. So muss es sein. Er muss den Reis. Sehr schön. Sieht sehr lecker aus und kann mit ein wenig Streuwürze nur noch dazu gewinnen. Das sind doch kulinarische Banausen. Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, Fondor tun die auf meinen Risotto. Der richtet doch den Champagner gar nicht mehr raus. Ja, wahnsinnig. Und wenn, ein Glück habe ich keine Trüffel dazu gegeben. Das wäre ja total daneben gegangen. Aber für mich sind das Barbaren. Hören Sie auf. Aber wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Gut so. Denn auch ein kleiner Zwischengang kann großen Ärger machen. So, also das ist ein Sorbet. Serviert auf die Art des Hauses. Der Apfel ist natürlich gedacht als Dekoration. Ja. Und
Art des Hauses, Dekoration, der deutsche Feinschmecker ist da nicht so pingelig und lässt sich reichlich einschenken. Ja, und tatsächlich auch an den Weißen haben noch? Bitte. Tatsächlich alles. So, hier ist so ganz toll. Ganz toll. Dankeschön. Für mich auch was. Die Poularde. Auch Vico Toriani steht kurz vor der Notschlachtung. Haben wir Knochen, Teller, und Fingerbohnen. Sie müssen tatsächlich mal versuchen, gerade bei solchen Früchten, weil die doch sehr, sehr süß sind, wenn Sie einen ganz kleinen Schuss Cola dran haben. Also, mir schmeckt sowas. Man kann also eine ganze Menge machen. Soll ich Ihnen dann, Sie dann wegen der Mischung so ein Glas haben vielleicht? Mm. Können wir hier ankommen. Können Sie noch einen Cola haben, bitte? Ein Coca-Cola. Also mit der Poularde, bei der Poularde, da können Sie ja wohl die Schenkel und den Flügel nehmen. Die Poularden-Brust, die nehme ich, und die kleinen Filets, das sind viel zu scharf für die. Das sind, die schmeißen noch Ketchup drauf. Tut sich das Ketchup weg. Wenn Sie reintun, dann schmecken Sie schon besser. Ja, danke. Ich war ja überrascht. Wenn Sie gerne ein bisschen braun. Da steht das nicht so. Ja, aber dann ist diese Schäle wieder gut. Oh. Ja, wollen Sie ein bisschen Mineralwasser haben? Ja, bitteschön. Sie können auch einmal versuchen nachher, aber ich glaube, Rotweiß ist noch da. Versuchen Sie nachher mal, ich habe noch ein bisschen Cola übrig. Alter, im Schiller ist es nicht. Jetzt hat es wieder die Farbe wie vom Weinfoto. Das wollte ich, ja. Das ist jetzt gut. Also ja, müssen Sie das wirklich mal mit Rotwein, also mit, nicht mit Schiller machen, sondern auch nachher mit Mineral, sondern nur Rotwein. Ich komme aus Frankfurt, das ist jetzt ein Goethe, ist das kein Schiller, das ist ein Goethe. Ja, die muss man eigentlich. Das können Sie ganz nach Geschmack, also Sie können... Herr Herbert? Ja? Sie sagen, Sie haben Sie den... dort gesehen. Haben Sie gesehen? Coca-Cola in den schönen Wein hinein. Ja, das nennt er gespritzt. Schorle. Meine Gattin erzählt, ist die Sauerkraut. Das sind doch Barbaren. Also wenn es so weitergeht, höre ich auf zu singen. Dabei sind es doch nur noch zwei Gänge, beziehungsweise einer bei praktischer Handhabung. Man kann also eine ganze Menge machen. Soll ich Ihnen dann, Sie dann wegen der Mischung so ein Glas haben vielleicht? Mmh. Komm schon, das schmeckt wirklich auch gut. Mit Eis gemischt, das schmeckt ja gut. Die nehme ich zum Kaffee. Himbeer-Karamell. Gut. Die nehme ich zum Kaffee. Gut. So, ich habe eigentlich eine Idee gehabt vorhin, und wenn die Herrschaften einverstanden sind, würde ich doch vorschlagen. Wir bedanken uns bei der Gelegenheit gleichzeitig für diese, wie gesagt, für diese Köstlichkeit, für dieses hervorragende Menü, und hoffen, dass wir auch, oder ich frage es einfach mal, wie waren Sie denn mit uns als Gäste zufrieden? Ja, sehr, sehr. Also ich meine, die Variante, die Sie mir da eröffnet haben, da sind natürlich für mich also ganz neue, also eine neue Welt, wenn wir darüber nachdenken. Aber auf jeden Fall, eines ist wichtig. Sie sollen Freude dran gehabt, es soll Ihnen geschmeckt haben. Ja. Und den Grund habe ich dazu geliefert. Das war sehr schön. Sehr. Und die Freude, wir hatten die Freude, ich hoffe, Sie hatten auch etwas Freude. Und ich nehme an, Sie verstehen Spaß. Jawohl. Sie mussten sie essen. Sie mussten den Spaß essen. Ja, ja. Ja, gut. Ja, was du nicht.